sollte meine Tochter jetzt noch da sein? Matti, bitte die Augen zu. Dann noch mal. Was du auch schon mal mehr gesehen. Doch das ist weiter gar nicht schlimm. Das weißt du wie ich, das weißt du wie ich. Das Gefühl genau wie jedes Mal. Wir sind in Dortmund im wunderschönen FZW, ausverkauft. Wir freuen uns wie Sau. Und das ist jetzt die, das erste Konzert von der Rutsche, die jetzt kommt. Und zwar, warte mal, wir fangen an in Dortmund. Dann ist Hamburg, ist richtig. Dann ist Köln. Dann ist Erlangen. Dann ist Wiesbaden. Und dann ist Saarbrücken. Und das wird alles ziemlich geil. Und das ist das Geräusch der Tour. Ach Gott, ist das nicht schon ein bisschen früh vielleicht? Ja, stimmt, das ist drei. Hast du die wirklich? Ja. Sie werden schwer, du machst da Macken rein. Wir werden ewiges Leben erlangen. Ach Gott. Was kann das sein? Ist es eine Briefbombe? Jetzt ist es soweit. Vor der Tür standen ein paar Typen und die haben uns ein Geschenk mitgebracht. Guck mal, jetzt allein schon die Verpackung. Hey, vielen Dank. Gerne. Ah, so macht Touren noch Spaß. Mega geil. Sieht ja aus wie gedruckt. Na, wer ist es? Hey, ist es? Ja, genau. So. Das war schon mal ein guter Hint. Auf, das war ein Hint auf Folgendes. Hier, falt mal aus. Ingo ein Shirt geschenkt. Ah, oh, da kennt sich jemand aus. Goonies-Fan, der erste Stunde. Und der zweite Hint, den habe ich direkt erkannt. Das kann nur Jägermeister sein. Und er hat recht gehabt. Das war klar. Also, an dieser Stelle ganz klar gesagt, wer hat die besten Fans? Genau. Wir. Schön mit den Geschenken. Und sogar mit einer Karte. Guck's dir an, guck's dir an. Na, guck's dir an. Herzliche Grüße aus Geilenkirchen. Die Kräuter für eine letzte Runde und das Shirt für Ingo. Alter Goonies-Fan. Guck mal, siehst du? Guck mal. Wir freuen uns auf heute und auf Donnerstag in Domstadt. Ja. Die geilen Kirchner. Liebe geilen Kirchner, geile Kirchner seid ihr. Ja. Danke. Ist man eigentlich immer noch aufgeregt? Ja, aber im Positiven. Also eher so. Möchtest du was trinken? Wasser oder so? Nee, danke schön. Okay. Eher so Bock, dass es losgeht, sowas. Ah, okay. Also nicht so, oh Gott, sondern yeah. Also nicht so das krasse Lampenfieber, aber. Nee, aber das darf aber trotzdem nicht normal werden. Das muss, also es darf nie so routiniert werden, als wäre das egal. Das muss halt trotzdem so kribbeln, sodass halt so hibbelig wie es. Du hast ja auch bei uns an der Uni Münster studiert. Genau. Wenn die Daten nicht gelesen habe, stimmen, bis 98. Hey, du bist gut informiert. Ja, ey, Journalismus. Ich hab auch studiert. Wirklich und Scheiße. Ja? Ich war von 95 bis 2002 eingeschrieben oder so. Aber eingeschrieben ist ja immer nur Semesterticket abgreifen. Ja, genau. Also so, das war so mein Studieren. Yeah, one, two, yeah! Es ist 40 Minuten vor Auftritt und Jan Dirk, der bekloppte Hund, lässt noch tätowieren. Und zwar einen bekloppten Hund. Ja, wie einen bekloppten Hund? Ihr glaubt gar nicht, wie bekloppt Juri ist. Das ist Benne, einer der besten Tätowierer aus Deutschland, würde ich sagen. Ist so. Das ist ein schäbiger Fuß, da kommen Haare ab. Ich wollte gerade schon schreien, weil es schon so weh tut, aber rasiert er erst. Ja, genau. Ja. Tritt die Scheiße in den Mann rein. Bist du weit? Ja. Das ist die Nase, das spüre ich. Ja, genau. Sehr gut. Ja.
jetzt mal ohne Scheiß. Wir haben hinten eine Tätowiermaschine heute. Guido hat noch nie in seinem Leben tätowiert. Ah, ich weiß, wo du drauf, ja, wer möchte? Die Dame da oben mit dem Rise Against T-Shirt. Die geht schon den ganzen Abend extrem gut ab. Willst du ernsthaft von mir tätowiert werden? Eieieiei. Berühmte letzte Worte. Darf ich mir aussuchen, was? Ja! Ja! Berühmte letzte Worte. Noch eine Frage. Ja? Ich trage eigentlich eine Brille. Soll ich die aufsetzen dabei? Bist du kurzsichtig oder weitsichtig? Alles. Alles. Meinst du, das ist okay für dich? Ich glaube, das passt ja nicht hin. Hm? Du musst das länglicher machen. So. Also du kannst noch aussteigen. Du musst also... Nee. Nee. Meinst du so in der Art? Das musst du wissen. Ich hol mal kurz eine Brille, das glaube ich. Das sag mal, Benne, was sind die größten Fehler, die ich machen kann? Dass du die Maschine überhaupt in die Hand nimmst, glaube ich. Ich würde sagen, ich ziehe vielleicht einen Strich vor. Ja. Leite dich so ein bisschen an. Das ist gut, ja. Zwergmäßig. Ey, ohne Scheiße, hat echt Bock gemacht. Ich steige hier aus der Band aus. Ja. Du machst hier ein Fitnessstudio. Hier bei Ben in Lehre. Achso, ich dachte, ich nehme deinen Platz in der Band. Aber so. Da habt ihr auch so eine kleine Zielgruppe. Meine besten Ideen haben immer die anderen. Mein Körper hasst mich, aber ich hasse ihn zurück. Oh, will nicht, was er mit dem Körper hasst. Oh. Zieh dir rein, dass das so, glaube ich, mit so der erste Balkon ist, wo ich mal runtergesprungen bin, wie lächerlich niedrig das ist. Oh, gut, das ist noch ein Buzz Aldrin-Bild. Ich muss das mal eben aufklemmen, was das mit den Buzz Aldrin-Bildern auf sich hat. Guido hat sich überlegt vor der Abreise, dass er gerne von Maya möchte, dass wenn durchgezählt wird im Bus und alle drinnen sind, also all im Bus sind, dass man dann ein Schild hochhält mit Buzz Aldrin. Jetzt hängen jeden Tag im Backstage neue Buzz Aldrin-Bilder und eins toppt das nächste. Also das ist schon wieder, das gleich von Maya das herkriegt. Unglaublich. Badezimmer. Du hast nie genügend Zeit. Das macht das Warten nur noch schlimmer. Treib dich in die nächsten Wartezimmer. Das war echt so real. So. Oh, Scheiße, sie muss zweite und dritte Strophe da noch singen mit Picking. Das ist heftig. Ja, das ist ein Brett, wenn das kommt. Das glaube ich. Ey, bis jetzt. Erster Tourtag gestern von der letzten Rutsche war der Ultra-Hammer. Was da gestern alles los war, das muss man sich mal reinziehen. Also diese Tätowiermaschine, die auf einmal da war, ein Fan, der sich hat tätowieren lassen. Alle haben sich gegenseitig tätowiert. Menschen, Biere, Sensationen vor, auf und hinter der Bühne. Die famosen Leoniden dabei. Geht's denn besser? Heute kam die Meldung, dass der Rest der Woche auch komplett ausverkauft ist. Wir sind doch einfach ganz glückliche Menschen, oder was? Und jetzt, heute sind wir in der großen Freiheit in Hamburg, eigentlich so mit unser liebster Club in ganz Deutschland. Ich weiß nicht, wie oft wir schon hier waren, aber immer wieder ein Fest, super nette Leute, ganz tolles Essen, alle sehr, sehr, sehr bemüht. Und wie gesagt, die wissen darum, dass ich hier runterspringen könnte und deswegen haben die das hier hingemacht. Die passen gut auf Leute auf. Alles daran ist schlimm. Schlimmer wird es nur noch machen, wenn du mir den Neues mitbringst. Du kannst ja vielleicht gleich mal selbst gehen wieder, ne? Diese Wände. Eins. Ah, ja, der Sänger ist auch. Geht die Treppe runter an mir vorbei und bringt mir nicht mal eins mit zur Bühne. Und sagt dann noch, aber am schlimmsten wäre es, wenn du mir keins mitbringen würdest. Köstlich. So ein Solo-Bier. Yeah.
immer wieder eine, erstens eine Ehre, in so einem Club zu spielen und zweitens ist es mega geil, weil der Club wahnsinnig gut klingt und immer wieder Spaß macht. Guck mal, das ist übrigens Japo, der gehört mit zu unserer Crew und macht, kümmert sich immer schön um zum Beispiel Guidos dreckigen Gitarren. Putzt die immer mal ein bisschen sauber, befreit sie hin und wieder auch mal vom Blut, so ist es. Mhm. Guck mal, und das hier ist Ralfi, der kümmert sich um Alex-Gitarren zum Beispiel oder hin und wieder guckt er in den Koffern und holt Mikrofone raus. Da am Schlagzeug sitzt Toni. Toni macht unseren Sound. Der Wichtigste, das ist Carsten, der macht unseren Sound auf den Ohren. Carsten, sag mal Hallo. Hallo. Hallo zusammen. Ja, Carsten ist unser wichtigster Mann an Bord. Ach so, guck mal, und der fehlt auch noch. Das ist Dennis, der macht unser Licht. Immer schon fleißig bei der Arbeit. Norbert, du musst den Leuten mal Hallo sagen. Ich habe gerade mal alle vorgestellt. Das ist Norbert, der verkauft, das kennt ihr mit Sicherheit alle, weil der verkauft ja unsere Shirts. Da kommt natürlich noch ein Busfahrer und ein Truckfahrer dazu. Die schlafen aber gerade, weil die fahren ja nachts. So, die wollen wir mal nicht wecken. Und jetzt gehen wir kurz zur Tourleitung. Das ist Maja. Maja, sag mal Hallo. Hallo. Ich habe gerade mal alle vorgestellt. Sag mal Maja, haben wir noch irgendwo, hast du noch Wärmepflaster? Nicht, warum man Leute. Wollte nicht auch mit gegen Wärme. Also, ich war so über Apple Crumble wie Latte hier. Der 22.3. Heute ist der 22.3. Wir sind in Köln im E-Werk und wir sind da was am Planen dran. Nebenan im Palladium spielen nämlich Kraftklub und wir haben überlegt, ob wir einen Bandtausch machen. Also wir brechen gleich irgendwann mitten im Set ab nach 45 Minuten, deswegen mussten wir gerade mal gucken, wo wir da so sind in der Setlist, damit das auch alles passt. Die auch, genau nach 45 Minuten, faken einen Stromausfall, rennen oder fahren, das wissen wir noch nicht so ganz genau, rüber ins jeweils andere Venue. Und dann spielen wir einen Song bei Kraftklub und Kraftklub ist Song bei uns. So wird's gemacht, so ist der Plan. Ob das klappt, ist natürlich die Frage. Überhaupt keine Ahnung.
Scheiße, scheiße, scheiße. Und aber dann bleiben wir einfach im Palladium, oder nicht? Hier weg. Das wäre geil, ja. Ja, Alex und Guido, ihr könnt da nicht stehen. Guido, da ist noch ein bisschen mehr für Alex. Sehr gut. Cool. Das Ganze mache ich nochmal als Hochformat. Hallo Oskar, du hast heute Geburtstag, du bist leider nicht hier, finden wir Donuts sehr, 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 sehr schade, aber wir haben uns trotzdem nicht nehmen lassen und für dich extra einen Song komponiert. Ich hoffe, ich kriege ihn jetzt hin. Lieber Oskar, du hast Geburtstag, du wirst heute 11 Jahre, ich gratuliere. Nur noch ein paar Jahre, dann wird es wunderbar, denn von da trinkst du offiziell Bier. Lieber Oskar, lass es krachen. Kaffee mit Kakao und all den schönen Sachen. Und denk dran, bald bist du 18. Dann können wir ja mal zusammen ausgehen. Herzlichen Glückwunsch, dein Donuts. Hier gehen wir schnell rüber, ab ins Palladium. Und dann spielen wir, was haben wir jetzt gesagt? Wake the Dogs. Ja, vielleicht, ja. Vielleicht doch was anderes? Jetzt fahren wir die 450 Kilometer zum Palladium, zusammen mit dem Auto. Oh, Scheiße. Unsere Fans werden komisch gucken, wenn heute Abend keiner auf der Bühne steht. Und Kraftklub warten jetzt auch die ganze Zeit. Ab geht's in die Innenstadt. Ja, so in der Art, was bei uns eigentlich auch geplant. Genau, dass man echt... Ich meine, im Grunde genommen, klassischer Stromausfall ist ja echt auch, dass du zum Teil auch wieder das Schlagzeug mal wie kurz hörst, ja, aber unabgenommen. Ja. Ja, genauso haben wir es ja auch schon erlebt. Genau. Ja, genau. Also würden wir im Grunde genommen echt ähnlich handeln. Dass man einfach sagt, so, wir müssen mal gerade ganz kurz irgendwie checken, was hier los ist. Ja, wir haben es kaputt gemacht. Genau. Bei uns geht sowieso immer ultra viel kaputt. Das ist schon fast immer so, ey, schon wieder was kaputt. Dann, ja, so halt. Und dann runter und rüber. Check, check, one, two, one, two. So, wir haben gecheckt und jetzt checken Kraftklub bei uns und dann wollen wir mal gucken, wie das läuft heute Abend. Warte, Steffen will noch rein. Ah, stimmt, der fehlt ja auch noch. Steffen, jetzt muss ich dich aber verstecken. Oh, lass mal hin. Scheiße. Jetzt sieht Frank gerade oder was? Also bleibt ihr quasi dann auch auf diesem Standard, wäre für euch cool. Ja. Was spielen wir für ein Lied? Ich glaube, unsere Fans. Das wäre geil, wenn das geht. Ja, also, klar, dann würde ich die Ratte einfach anlassen. Das ist super. Mach mal lieber die Ineos rein. Aha. Perfekt, danke euch. Das ist nochmal ganz wichtig. Das kennt ihr, ne? Das ist genau, dass die beiden auch genau synchron sind. 21:45 machen wir aus. Und dann starten die hier und wir starten drüben. Und unterwegs treffen wir uns irgendwo. Okay, cool. Und dann ist es so, dass euer Song ein bisschen kürzer ist und unser ein bisschen länger. Das heißt, ihr seid wahrscheinlich schon wieder hier. Ach, du weißt schon unsere Songlänge, oder wie? 3,19 € hab ich gehört. 3,19 €? Yeah.
was da los ist. Klein bisschen Geduld. Wir müssen mal ganz kurz die Technik checken. Sind Peronne. Wir schlechten Schauspieler, Alter. Wahnsinn. Schwer. Aber wir haben mal nicht drüber nachgedacht, dass wir gar nicht hören, wenn es ausfällt. Ja, oh. Aber ihr habt ja gesehen. Genau. Kevin! Sag ihn! Wo müssen wir hin? Ach, das ist ja geil! Viel Spaß! Ganz schön hochschrauben. Ist das schon an? Schon an. Danke dir. Ja, gehen wir drauf. Okay. Okay. Und wir schreien unseren Namen in die
ganz bald wiedersehen. Und diesen Abend, den vergessen wir euch nie im Leben, Kölle. Vielen, vielen Dank. Es gibt echt so Abende, da weißt du hinterher echt nicht mehr, was du sagen sollst. Das war, also. Da weißt du echt, warum du den ganzen Scheiß machst, warum du jeden Morgen aufstehst und so. Und, komm jetzt einfach, also, komm einfach heulen, jetzt echt. Saugut. Das nächste Mal halten wir uns fit. Das nächste Mal bring ich Nudeln mit. Schön aus Georgien, den Schwarzwald in die Knie zwingen. Los! Ach! Hallo, 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 hallo! Hallo, Jakob, wie geht's? Es gibt so eine Newcomer-Sendung, ich glaube vom Bayerischen Rundfunk oder so, die nennt sich Startrampe. Und Leoniden sind da heute da für einen Gastbeitrag oder sowas, also irgendwie ein Bit über die wird gemacht. Und die haben einen Freund, der eine T-Shirt-Druckmaschine hat und die wollen ein Design machen mit Donuts, Leoniden zusammen. Das drucken wir dann und dabei quatschen wir ein bisschen über diese wirklich fantastische Band. Und ich trinke ein kleines Apfelschörchen. Aua. Ich habe Saufsymptome. Scheiße. Da muss ich halt gegenhalten. Da musst du gleich einfach wieder früher anfangen, wieder zu trinken. Das ist so hart aus dem Ruder gelaufen. Echt? Wir haben ja noch das Glück gehabt. Die sind dann alle noch rüber zur Kraftclub Aftershow Party. Und du weißt, der Abend ist unfassbar heftig, wenn sogar Carsten, unser Monitormann, wiederkommt und so auf Handstand so läuft und dann so komische Breakdance machst. Das ist Wahnsinn. Hey, hallo. Na? Hallo, schön, dass ihr da seid. Ab heute. Es geht der Party-Train langsam los und morgen ist alles schon vorbei. Ja, weil man auf Tour ist, doch Party machen ist doch gut. Es gehört auch irgendwie dazu. Ja, also wir haben vor allem einfach noch gar nicht richtig zusammengetrunken. Ja, das stimmt. Das fehlt mir. Ja, morgen ist auf jeden Fall, also allerspätestens morgen. Du Ingo, pass mal auf. Komm mal her. Also ich sehe das schon mal sagen, du bist mein bester Freund. Ich bin jetzt hier mit Jamin und Jakob von den Leoniden und Alex und Ingo von den Donuts. Sehr schön, dass ihr da seid. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Wie läuft die Tour bisher? Es ist noch ein bisschen früh, das jetzt gerade zu sagen, weil wir haben es noch vor drei. Also das ist noch nicht das erste Bier. Wir sind also quasi noch im Kater-Modus. Wir haben gestern im E-Werk in Köln gespielt, spielen heute im E-Werk in Erlangen. Wie der Zufall so. Ja. Die Tour ist der absolute Wahnsinn von mir. Ja. Dann drehen wir das Sieb einmal rum. Ja. Also legen wir es da drauf. Hauen den Kameramann weg. Jedes Mal, bei jedem Mal. Setz das beste Lächeln auf. Keiner kommt hier lebend raus. Die Schweizer gibt's jetzt digital. Das Mittelalter nuklear. Und einer macht das Licht schon aus. Keiner kommt hier lebend raus. Ihr wisst doch alle, wie das läuft. Schönen guten Tag, heute ist der 23. März und wir sind hier in Erlangen im E-Werk. Nicht nur, dass wir hier spielen, sondern auch sehr schön, es ist nämlich folgende Veranstaltung heute, hier, da, Bund gegen Rassismus. Und das Geilste ist, pass auf, das Treffen im Rathaus, auch da kommt im Rathaus und so weiter. So, die Abschlusskundgebung ist hier am E-Werk direkt. Da werden wir mal gucken, ob wir nicht auch mal irgendwie einen kleinen Beitrag leisten können. Und das Schönste ist, guck mal, 20 Uhr Empfehlung, Donuts Konzert im E-Werk. Wie nett, finde ich ja mega geil. Wir sind von der Stadt SMV. Wir machen für die internationalen Wochen gegen Rassismus in Erlangen zum 4. Mai die Abschlusskundgebung Bund gegen Rassismus. Und dankenswerterweise unterstützen sie Donuts, haben im Radio und auf Social Media zur Demo aufgerufen. Und da sind wir recht froh drüber. Wir versuchen einfach jedes Jahr, anlässlich der internationalen Wochen gegen Rassismus, ein Statement zu setzen, dass Diskriminierung, Ausländerfeindlichkeit und Rassismus einfach keine Chance in Erlangen haben. Und wenn eine Demo doch vor unserem Hause stattfindet, dann machen wir da doch mit, Eike, oder nicht? Dann machen wir doch mit. Da wollen wir doch mal rüber. Danke, dass ihr mitgeholfen habt, Erlangen heute ein Stück toleranter zu machen. Hallo, schönen guten Abend. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr euch freiwillig für die gute Sache den Arsch abfriert.
Das ist eine gute Sache. Wir haben bis eben gerade noch gesoundcheckt und so drüben. Vielleicht kommen ja ein paar von euch auch gleich noch rüber zur Show. Das ist auf jeden Fall einfach, egal wie groß so eine Versammlung ist, einfach echt eine sehr, sehr gute Sache. Ohne Scheiß, wir haben es gerade kurz unter der Dusche geprobt. Ich glaube, ich habe noch eine unfassbare Menge Gerümpel von gestern Abend von Köln im Maul. Ich habe mich also nur so halb warm gesungen. Wenn da jetzt so drei oder vier schiefe Töne dabei sind, das klingt immer noch besser, als wenn Nazis singen. Heute ist der 24.3. und wir sind in Wiesbaden im Schlachthof. Und wenn hier so dieser großen Fläche 2200 Leute durchdrehen, dann wird das gut. 2205 mit uns. Wir sind nicht allein, wir sind nicht allein. Der Blick nach vorne, der Kopf der Mann. Wir erzählen uns Geschichten von vorne.
dann so abends in meinem Kopf dann auch erst an. Boah. Aber es ist wirklich der geilste Saloon. Und der Donut ist noch geiler. Liegt da nur eine Ratte drin? Was schallert denn da so? Wahrscheinlich ein toter Cowboy oder sowas. Also wir sind heute in Wiesbaden im Schlachthof. Wir waren, glaube ich, schon gefühlt 8000 Mal hier und hier ist immer echt grandios. Es ist echt immer sehr, sehr nette Leute und gute Stimmung immer. Ich habe heute schon hingekriegt, mir eine derbe Allergie zu ziehen. Ich habe mir irgendwas Komisches zusammengemixt, saftmäßig. Ich hatte eben solche Klüse, ich sehe bestimmt immer noch total fertig aus. Ansonsten, zweitletzter Tourtag. Langsam fängt es schon an, dass man denkt, auch schade, dass das morgen vorbei ist. Aber körperlich ist man auch schon ein bisschen durch und Stimme ist durch. Aber es war eine geile Tour und noch so ein Block hinterher wäre noch geil gewesen. Ja, mach mal! Vorsicht, Kaffee auf dem Boden. Sag's ihm! Ja, ich schreibe dir gleich mal auf, wo wir einen Endwechsel müssten bei der Show. Ich gebe euch dann eine Setliste, bei welchen Songs ihr den Gitarre-Track dann wechseln könnt. Hallo! Hi, Nina! Purgi, hallo! Oh, okay, gleich ist das Mikro. Ja, ja, das sagt jeder. Wirklich? Ja, sag mal, jeder. Ja, aber das ist auch wirklich. Ist so, ne? Es ist wirklich genau. Überraschend leicht. Eine letzte Runde heißt ein Titel von eurem neuen Album. Und ich habe mich gefragt, wenn ihr jetzt zu Hause in eurer Heimat in Ibbenbüren wärt, in welcher Kneipe würdet ihr dann an einem Samstagabend sitzen? Oh, da weiß Guido ganz genau Bescheid. Ja, das ist sehr, sehr übersichtlich in Ibbenbüren. Da gibt es wenig Kneipen leider. Und auch wirklich wenig gute. Also meistens mache ich selber auch nicht. Ja, ist wirklich so. Und die machen auch alle komischerweise um 11 oder halb 12 manchmal so zu. Auf Samstag. Aber ist die beste Kneipe nicht bei deinem Kumpel Johann? Der hat sich doch eine Kneipe in seine Garage gebastelt. Ja, hat er nicht mehr leider. Deswegen muss ich einspringen und jetzt die beste Kneipe bei mir zu Hause. Ich mache da immer den Laden auf und dann hängen da mal Leute ab. Muss gut. Oh, crispy. Oh, crispy. Oh. Jetzt will ich, so schnell wie es geht, so schnell wie es geht. Schneller! Raus! Guten Tag, heute ist der 25.03. und wir sind in Saarbrücken und spielen in der Garage.
Ah, oh, herrlich. Wir sind heute alle ein wenig später aufgewacht, weil A, die Uhren umgestellt wurden. Das heißt, wir alle ein bisschen weniger Schlaf. Und B, weil wir gestern sehr schön gefeiert haben, nicht wahr, Maja? Wir haben gestern sehr schön gefeiert. Ja. Es wurde sehr viel getanzt. Huch, gehe ich hier richtig? Ja, ne? Nein, meine Gitarre ist nicht richtig gestimmt. Wer auf die Idee gekommen ist. Tourstreiche sind was Schönes. Oh, oh, wie unentspannt. Ey, ist doch gerade Netflix-Sonntag. Boah! Oh, der macht den Touchdown! Party, Digga! Ja, Mann! Party, Party, Party! Ansitzen, das ist modern. Kappenratzen. Ja! Weit, oh. Weit, weit! Die Leute fressen das Ding. Aber man muss es doch. Ah! Das ist doch. Ah! Einleben! Hör ihm auf! Sehr, sehr gut! Hör ihm auf! Was ist denn weggegriffen? Der ist weg! Der geht voll raus! Der muss eingeschläfert werden. Jetzt ist er in den Arsch. Innen ist ganz wichtig. Ey, ist der nicht tendenziell zu hoch? Samhaken, Herr Flenders. Ja, ist auch gut. Angerichtet. Mich ohne rum frisch machen. Und zwar mit Gin Tonic unter der Dusche, bitte. Er hat ja recht. Ne, er hat ja warum recht. Muss ich es mir immer von dir nochmal erklären lassen? Warum machst du es dir so schwer? Ich weiß es nicht. Verstehe nicht.
finde es gut, dass wir wieder Trinkfreunde sind. Das sind ja, siehst du? Auf einmal wieder 8 ist auch. Ich weiß, so in Hamburg, wie damals. In Hamburg, das war einfach eine Scheißaktion. Das tut mir sehr, sehr leid. Auf die alten Zeiten, die nie wiederkommen. Und ab jetzt nur noch große Pokalzeiten. Das ist wirklich sehr groß, ne? So, sehr lecker. Thank you.